Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Wir machen weiter mit der JMC, JCC 2020, das Qualifikation 19 jetzt. Und ja, wir haben die Qualifikation von Thomas H. Freisein. Mal gucken. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber man weiß ja nie. Ich habe lang drauf gewartet. Erhebe endlich den Mut. Doch ohne Handeln und Tat bleibt in Elend und Wut. Versuch mich langsam zu öffnen. Also, ich muss sagen, da fand ich Luise deutlich besser vom Sound her. Sound klingt auch nicht ganz so clean. Was natürlich, ich meine, natürlich ist das gut, dass Julian Leuten mit schlechterem Equipment auch eine Chance gibt. Aber das Problem für mich ist, ich weiß nicht, irgendwie, ich fühle es nicht so. Es klingt auch sehr gar überanstrengend mit der Stimme so. Das ist so, als würde er so tryharden halt. Das ist irgendwie, meh. Es gelingt mir ab und zu, finde Vertrauen zum Schöpfer, der tief in der Seele ruht. Hat einen leichten Ärzte-Vibe, würde ich sagen. Also zumindest von der Stimme her. Jetzt kommen schon Leute in den Kommentaren, das ist behindert, das ist doch nicht wie die Ärzte. Oh mein Gott, aber ja, keine Ahnung. Jo. Feier, es ist nicht so meins. Also ich finde es schwer zu bewerten gerade, weil es ist echt nicht meins. Ich breite meine Flügel aus und lass die Gefühle Sorry, es ist echt nichts für mich. Ich will nicht gemein sein, ne? Aber ich weiß nicht mal, ob ich mir das bis zum Ende geben kann. Das ist halt genau diese Max Giesinger 0815 Pop-Scheiße, die ich mir absolut nicht geben kann. Also, das ist, glaube ich, der erste Fehlgriff tatsächlich von Julian. So frei wie Sterne hoch am Firmament, pflaster den Weg daraus als Fundament. Das Gitarrenriff ist halt auch immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche und es wiederholt. Und das ist so, es ist also Lagerfeuer-Pfadfinder-Feeling so. Ich lass mich treiben durch die Gezeiten, weil ich mich wieder erkenne. Oh, das war schief, das ist straight up schief. Da, der Ton ist sehr, sehr schief. Das ist Der Sumpf des Lebens ermüden steckt bis zum Halse da drin. Ich soll mir selber genügen. Such nach dem tragenden Sinn. Schau in die Leere im Spiegel. Da geht 4 Minuten das Ding, sorry Leute, aber das gebe ich mir tatsächlich nicht ganz. Da kann ich mir einfach nicht geben. Das ist. Ja, also. Ich gebe mir das nicht. Das ist, ich kann das auch nicht vernünftig bewerten, finde ich. Also, ich glaube, ich schreibe jetzt mal, wie heißt der, Thomas H. Thomas H. kriegt von mir
2 von 10. Die Stimme ist nicht komplett scheiße, aber das ist einfach nichts, was ich mir geben will. Also, straight up. Das klingt jetzt gemein, aber es ist so langweilige 0815 Deutschpop, weißt du? So mit Lyrics, die so austauschbar sind. Mit so leeren Phrasen, diese Emotionalität vortäuschen. Und das geht mir so auf den Sack, Alter. Holy shit. Gehen wir einfach zum nächsten, weil das konnte ich mir absolut nicht länger geben. Romina, 940 pm. Ich bin gespannt. Mal gucken, geht 4 Minuten 39, auch relativ lange. Hoffen wir mal, dass das erträglicher ist als Thomas Haas Song. Oh, bitte nicht Klavier. This is my song 9:40 p.m. and it's about the suicide attempt I had on the 11th February 2018. When I wrote the song, I sat on my floor crying, and I cried the whole time because there are still moments where I have no hope, and there are still moments where I want to kill myself, where I want to run away from my problems. Schwieriges Thema, ne? Suizid ist auf jeden Fall hart diskutiertes Thema. Man hört auf jeden Fall, dass sie Deutsch ist, die aber auf Englisch redet. Also man hört den deutschen Akzent raus, finde ich. Aber mal gucken. Through the writing process from this song, I realized that every bad thing that happens in our lives needs to happen. Every pain needs to be felt, not to kill us, but to make us stronger. So no matter how bad you feel or how lost you are at the moment, always fight for your happiness. Gute Message. Es ist besonders heavy, weil ich kenne Leute, die auch mit Depressionen zu kämpfen haben oder hatten. Und es ist jedes Mal ein schwieriges Thema, weil einerseits hast du natürlich die Gedanken, dass es hart egoistisch ist, wenn jemand sich umbringt, weil du damit nicht nur dir, weil du dich selber umbringst, sondern weil du damit auch anderen Leuten mentalen Schaden zufügst, denen die wahrscheinlich ihr Leben nicht mehr vergessen werden. So. Ich kann verstehen, diesen Gedanken, dass man sich umbringen möchte, aber es ist, man muss auch an die Folgen denken, ne? So, was das für einen Einfluss auf andere Menschen hat. Deswegen, so, man kann natürlich niemandem vorschreiben, so, du musst jetzt leben bleiben, nur für uns, ne? Das wäre auch egoistisch, aber ich glaube, viele Leute, die sich nicht umbringen, machen das genau deswegen, weil die denken, okay, wenn ich mich umbringe, ne, ich weiß nicht, was das für einen Einfluss auf meine Familie oder Freunde hat, ne? Kleiner Real Talk Part hier, aber ich hoffe, der Song fängt jetzt an. And then go back to your life and fight for your life. You can do this, I promise. Das sieht schon ein bisschen creepy aus, das Kind, aber. Okay, also wie gesagt, man hört den Akzent schon deutlich raus. Ich finde es manchmal auch leicht ablenkend. Das finde ich bei mir selber auch, wenn ich Englisch rede. Also es stört mich sehr hart. Weil da kannst du noch so gute Wortwahl oder Vokabular haben, aber wenn du einen Akzent hast, dann hört sich einfach scheiße an manchmal. Stimmfarbe gefällt mir. Ich hoffe nur, dass sich im Beat noch leicht was ändert. Vielleicht, wenn der Hook kommt, dass man da vielleicht ein kleines Crescendo hat, so. Dass es sich ein bisschen was ändert. Video mit so Home-Aufnahmen ist immer ganz nett auch. Jo.
Okay, also was sie gerade gesagt hat, sie hat gesagt, they just say everything will be okay. Das ist das Schwierige daran. Wenn du jemanden hast, der Selbstmord begehen will, dann ist halt das Problem oft, dass du nicht weißt, wie sollst du denen helfen. Weil du kannst eigentlich immer nur das Gleiche sagen, so stereotypische Sachen wie, ja, such dir Hilfe, so geh zum Psychologen, ne, geh zum Therapeuten, was auch immer, es wird schon okay, ne, so du hast ja Freunde und Familie, weil was soll man auch anderes sagen? Man kann ja nicht sagen, bring dich um. So, was willst du sagen? Das ist richtig schwierig, dieses Thema. Deswegen, ja, kompliziert auf jeden Fall. I know that I come to thy shade. Someday I'll know I'll quit. Today I lost myself again. All I feel is the same old pain. I know that I can't do that shit. Someday I'll know I'll quit. Das ist schon ganz süß mit den Home-Videos auf jeden Fall. Und es ist cool, dass sie auch Clips ausgewählt hat, wo sie hauptsächlich glücklich ist. Ne? Also, dass da so ein Kontrast entsteht zwischen der Glücklichkeit und der Sadness, sage ich mal. Ne? Aber ja, wie gesagt, gefällt mir von der Stimmfarbe her. Die Melodien sind nett. Ist auf jeden Fall mal was anderes und interessant. I got these pills and put them in my throat. Later I found me in a hospital. Not everything was okay on a time ago. Now I'm writing my story on this paper. Instead of putting my arm to this razor. Maybe got the time to change my life. But now it's time to stay alive. Someday I'll find myself again, even if I still feel the same old pain, I know that I can do that shit. Today I swear I'll never quit. Someday I'll find myself again, even if I still feel the same old pain, I know that I can do that shit. Today I swear I'll cooles Ding auf jeden Fall, ne? Also. All these voices in my head, they keep pushing. Okay, ja, es ist schon schwieriger, ne? Also, es ist eine interessante Mischung, verlangt einem natürlich auch einiges ab, sowas zu releasen, ne? Und, ich weiß nicht, ich finde es schwer zu bewerten. Wie heißt die? Romina. Ich würde dem Ding eine 7 von 10, glaube ich, geben. Also es war inhaltlich halt stark, ne? So. Waren ein paar edgy Lines dabei auf jeden Fall, aber overall war es ein guter Song. Und ja, viel mehr kann man eigentlich auch nicht darüber sagen. Es ist ein, wie gesagt, das Thema bewerten ist schwierig, deswegen ja. Gehen wir direkt zur nächsten, auf die ich am meisten gespannt bin, weil der einer der am meisten gehyptesten ist, glaube ich. Aber ja, schauen wir einfach mal rein. Das ist Mizep, anders als sie. Der Typ war ja auch auf diesem Kollabo-Song mit Jiggy und Kuchen und Fortune und so. Oh Mann, worauf habe ich mich da wieder eingelassen? Okay. Pass auf. Ey, ich bin multitalentiert, versiert Francis Sinatra, wenn ich shoote, bist du der. Ey, ich bin. Die Stimme ist schon krass und die Epicness. Ich bin multitalentiert, versiert Francis Sinatra, wenn ich shoote, bist du dead. Wie ein englischer Vater, seit 7 Jahren am Mike Bright Stamina. Flair Level, ich kann euch nicht sehen, doch fick euch trotzdem. Der Devil. Ich kann euch nicht sehen, doch fick euch trotzdem. Der Devil.
Geile Line. Daredevil ist ein Superheld, der nicht sehen kann, der ist blind. Und der fickt trotzdem alle. Und deswegen ist es eine sehr nice Line. Deutsche Rapper sein Fox-Treffer, la Bibi. Verstand für Kritik ist der Schandomal, ich bin nur Antipathie für die Psyche. Deine ganze Rubrik voller Lügen, bekannt ist bekannter vom ganz harten Typ. Lyrische Pop kann jetzt werdet ihr büßen. Schick deine Mannschaft zurück in die Wüste. Fick euch das Videoteam, Bombe im Umstand, darunter steht ganz liebe Grüße. Ich guck deinem Kameramann vor die Füße. Im Rap fick ich reden los, gib mir die Bühne. Gib mir kurz Zeit und dann gib mir das Mic. Und ich ficke diese gammelige Szene, wo hier jeder deine Rapper mal in Panamera brennt. Aber geht es an die Rapper? Der Flow geht schon ab, muss man sagen. Aber wenn ich Panamera schon im Doubletime höre und den Rest verstehst du nicht, ne? Das ist schon, Bombe im Umstand, darunter steht ganz liebe Grüße. Ich guck deinem Kameramann vor die Füße. Im Rap fick ich reden los, gib mir die Bühne. Gib mir kurz Zeit und dann gib mir das Mic. Und ich ficke diese gammelige Szene, wo hier jeder deine Rapper mal in Panamera. Ich ficke diese gammelige Szene, das sind halt diese Double-Time-Passagen, die immer mit den gleichen Wörtern sind, ne? Okay, hatet mich, wenn ihr wollt, aber Verständnis, Verständigungsprobleme sind das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du Double-Time-Raps. Ich habe lieber jemanden, der langsam rappt und dafür verständlich. Und man hört seine Bars, als jemand, der schnell rappt und die ganze Zeit fick diese gammelige Szene, fahren Panamera und so, diese 0815 Double-Time-Wörter halt, ne? Komm bevor meine Tür, deine Chance stagnieren, Junge, denk dran, ihr fickt mit dem Ficker, so Zeug, was du Angst vor dem Panzer, ich bin immer bereit. Sterb für Musik, ich hab nix, was noch bleibt, alles kommt mit der Zeit, keiner liefert so Pop, dafür steckt mir der Label, schwarz lief in deinem Arsch. Eigentlich hab ich darauf keine Lust, doch meine Fans wollten, dass ich euch einmal alle zerficke. Jetzt seh ich sie in der Booth, lad die Patronen in die Gang und lass mal klick, klack. Für euch ist es vorbei. Schade, wäre er da noch ein bisschen höher mit der Stimmlage gegangen, hätte das richtige Epicness haben können. Ich weiß nicht, ob er halt so hoch kommt, deswegen war es wahrscheinlich eine intelligente Wahl, dass er nicht so hoch gegangen ist. Aber er hätte so einen richtigen epicen Moment erschaffen können, wenn er da noch ein bisschen höher am Ende der Hook gegangen wäre. Siehst du, weil da steigert sich der Beat so und wenn du dann noch eine Stufe höher gehst mit deiner Stimme, dann klingt das richtig fett. Aber so oder so, geile Hook mit cooler Melodie. Zitronen mit Shotgun, Schuss aufs Rotkaliberlauf, doch tauchen nur mit Tieren, Rockerclubs und Großfamilien auf. Das war geil geflowt und eine geile Aussage. Ganz Schuss aufs Rotkaliberlauf, doch tauchen nur mit Tieren, Rockerclubs und Großfamilien auf. Hey Dicker, mich fuckt diese Scheißszene ab, demolier Rappern ihre Fresse mit nem Kreissägeblatt. Dissen ohne Namen, denn sie wissen, wenn ich sag, dass du jede Line betonst, als Rap ne Missgeburt den Part. Sie ist schon immer diese Boss-Bitch gewesen, hat mehr DNA geschluckt als Labortestgeräte. Ist das über Katja Krasavitsch oder was? Auf jeden Fall krass. Der zweite Part ist auf jeden Fall noch besser, finde ich. Eigentlich hab ich darauf keine Lust, doch meine Fans wollten, dass ich euch einmal alle zerficke. Jetzt seh ich sie in der Booth, lad die Patronen in die Gang und lass mal klick, klack. Für euch ist es vorbei, bye. Junge, gib mir das frei, Mike. Jeder Rapper klingt gleich, gleich. Ich zieh mit Gala Champagne, denn ich sei seiner Domi, denn ich bin anders als sie. Da könnt ihr Pisser nicht atmen. Ist auch oft nice. Genau das, was ich meine. Nur noch 15 Double-Time-Wörter. Dann ist Double-Time einfach wertlos, in meiner Meinung nach. Also es klingt natürlich krass, ne? Es ist auch, das Ding bei Double-Time ist immer, es klingt krass, wenn du es aufbaust. Wenn du es länger aufbaust, wenn du länger normal rappst und dann ballerst du auf einmal so richtig schnell was raus, dann hat es natürlich nochmal eine heftigere Wirkung, sondern wenn der Beat sich steigert. Aber für mich war der Double-Time wertlos. Ich würde halt lieber
normale Lines von ihm hören, weil er hat ja ein paar geile Lines da drin, ne? Die Großfamilien-Line fand ich geil, die Daredevil-Line war geil, ne? War ein paar geile Dinger dabei auf jeden Fall, aber ja, besser auf jeden Fall als die anderen beiden, hat es mir auf jeden Fall gefallen. Der Double Time, ich hätte ihm 8 von 10 Punkten gegeben, aber ich finde tatsächlich, der Double Time hat es ein bisschen runtergezogen. Ich finde, ohne den Double Time wäre es besser gewesen. Deswegen gibt das von mir eine 7,5 von 10. Hatte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr erwartet, aber das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge eigentlich. Ich kann mal gucken, welche neue schon da sind. Müssten eigentlich, oder? Ja, sind schon einige wieder. 1, 2, 3. Ich überlege, ob ich die überhaupt heute noch mache oder ob ich die morgen mache. Ich denke mal, ich mache die morgen. Ja, komm, machen wir heute noch. Naja, auf jeden Fall, bis zum nächsten Video. Ihr könnt das auschecken. Die anderen sind alle auf meinem Kanal. Ne? Und ja, das war's eigentlich schon. Tschüss.